Kriegt auch gerade einen Livestream von LS19. Hat sie vorhin noch nicht gemacht. Komisch. Oder YouTube hat was rausgebracht. Du kannst nur noch einmal am Tag einen Stream starten. Das wäre richtig geil, ey. Du, das würde ich mir eher noch eher gefallen lassen als diesen Artikel 13, ey. Kannst glauben. Ja, ist echt so. Da hast du wenigstens ein bisschen was von noch. Von den anderen hast du ja gar nichts mehr. Kannst du mit deiner Handykamera ein Video machen und hochladen, ja. So wie früher, wenn man Handys am Fernsehen gehalten hat. Ey, guck mal hier, das geile Video hast du doch. Ja. Vor allem verstehe ich auch den Text irgendwie nicht. Keine Ahnung, was das. Hiermit ein Team von gut ausgebildeten Affen wurde gesandt, um mit dieser Situation umzugehen. Wenn sie sehen, senden sie ihnen diese Information als Text. In Klammern, Screenshots erschrecken sie. Wenn sie sehen, wenn ich was sehe und welche Information. Das lange Textding darunter. Vor allem, wo soll ich das hinsenden? Das ist erstmal die Frage. Wie kann man noch anklicken? Ne, dann wäre alles andere auch weg. Ich hoffe, Norbi kommt nicht zu spät, dann kann ich Norbi mal fragen, naja. Schon seltsam. Aber sonst würde ja auch nicht, wenn das so ein Virus wäre, dann würde ja auch kein Serverfehler stehen. Das ist ja. Serverfehler ist für mich halt von YouTube Serverfehler oder so. Denn. Mach nochmal. Nochmal so ein Screenshot hier, dann kann ich das Nobby nochmal zeigen. So. Datei speichern und der Desktop. Normal auf Video hochladen kann ich machen, ja, nur kein Livestream. Also auf mein Dashboard komme ich nicht. Ich kann alles andere machen. Ich habe nur das Livestream ist das. Alles andere ist okay. Also, ich komm nur auf mein Dashboard nicht. Und da muss ich ja hin wegen Livestreaming oder meine Videos bearbeiten vom Livestream. Anders kriege ich die nicht bearbeitet. Gut. Kommt er denn hier? Eigentlich bräuchte ich bloß im Dashboard umstellen, Twitch Gaming wegen Dings bei Stream, aber da hab ich keinen Bock drauf.